Herzlich willkommen, liebe Kinder. Heute lesen wir gemeinsam das Buch Ich habe einen Freund, der ist Müllmann. Geschrieben von Ralf Butschkow und Susanne Schürmann. Ich habe einen Freund, der heißt Klaus und arbeitet bei der Müllabfuhr. Es gibt eine Menge Müll in unserer Stadt und deshalb hat Klaus immer viel zu tun. Er macht eine wichtige Arbeit, sagt meine Mama. Ich helfe ihm gern dabei. Das geht schon in der Küche los. Da trennen wir den Müll. Wir sammeln Verpackungen und Kunststoffe mit dem grünen Punkt, Flaschen und Altpapier und den Abfall, der wieder zur Erde werden kann. Die Frau von Klaus heißt Eva und arbeitet gerne im Garten. Ich bringe ihr immer einen Eimer mit organischem Abfall aus der Küche, zum Beispiel Salatblätter, Kaffeefilter, Obst, Kartoffel und Eierschalen. Eva vermischt das alles mit Laub und Gras und macht daraus Erde. Das heißt, eigentlich machen winzig kleine Lebewesen im Komposthaufen diese Arbeit. Einer der Arbeiter in Evas kleiner Erdfabrik ist der Regenwurm. Der Müll, der nicht getrennt gesammelt und wiederverwertet werden kann, kommt in unsere Mülltonne. Die Tonnen werden regelmäßig geleert. Das ist die Arbeit von Klaus und seinen Kollegen. Das große Müllsammelfahrzeug fährt durch alle Straßen der Stadt und schluckt den Müll aus den kleinen und großen Tonnen oder Containern. Das Müllfahrzeug bringt den Müll in eine Abfallverbrennungsanlage. Dort wird der Müll in einer großen Halle gesammelt. Von hier wird er mit einem Greifer in einen Trichter geworfen und läuft dann über Transportbänder in die Verbrennungskammer. Mit der Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, kann man in einem Kraftwerk Strom erzeugen. So kann der Müll sogar noch richtig nützlich sein. Der Rauch wird zum großen Teil von allen Schadstoffen gereinigt, die unsere Luft verpesten könnten. Ein Teil der Asche, Klaus sagt dazu Schlacke, kann im Straßenbau verwendet werden. Außerdem wird aus der Schlacke durch einen starken Magneten alles Metall herausgeholt. Das kann dann wieder verwendet werden. Nur die Reste, die man nicht verwerten kann, werden auf einer Mülldeponie gesammelt. Den Müll, der wieder verwertet werden kann oder der giftig ist, bringen wir regelmäßig zum Recyclinghof. Dort wird getrennt gesammelt. Holzabfälle, Elektronikschrott, Altöl, Metall, Autobatterien. Was man wieder verwenden kann, wird recycelt. Und der giftige Abfall wird möglichst umweltschonend entsorgt. Wenn Wochenmarkt ist, haben die Arbeiter von der Stadtreinigung auch viel zu tun. Ein großes Containertransportfahrzeug lädt einen Container für den Müll ab. Klaus fegt den Abfall zusammen. Zum Glück achten viele Leute schon beim Einkauf darauf, Müll zu vermeiden. Sie wollen keine Plastiktüten mehr, sondern bringen Taschen mit. Sie kaufen Gemüse lieber lose statt in Plastikfolie. Und sie nehmen keine Getränkedosen mehr, sondern lieber Mehrwegflaschen. So viel muss regelmäßig sauber gemacht werden in einer Stadt, sogar die Straßen. Hier reinigt ein Straßenspülfahrzeug gerade die Fahrbahn. Vorher ist der lose Abfall zusammengefegt und in Säcken auf ein Kehrichtsammelfahrzeug gepackt worden.
Hier schrubbt ein Kehrfahrzeug mit seinen sich drehenden Bürsten den Rinnstein, damit die Rohre der Kanalisation nicht durch Laub, Hundedreck und anderen Abfall verstopft werden, macht man die Gullis mit einem Baggersaugfahrzeug frei. Durch ein Rohr wird der Dreck einfach in den Tank auf dem Fahrzeug gesaugt. Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen und machen die Straßen und Gehwege gefährlich rutschig. Das Laub in den Gärten kann meistens von den Hausbewohnern kompostiert werden. Aber das viele Laub von den Straßenbäumen wird von der Stadtreinigung beseitigt. Ein Laubladegebläse saugt die welken Blätter in den Container. Daraus wird dann in großen Kompostanlagen wieder Erde gemacht. Im Winter befreit die Stadtreinigung die Straßen von Schnee und Eis. Dabei helfen Streu- und Räumfahrzeuge mit Schneepflügen. Aber viele Bushaltestellen, Gehwege und Parkplätze vor öffentlichen Gebäuden müssen mit Motorbesen, Schneeschaufeln und Handbesen geräumt werden. Früher hat man Salz gestreut, aber das schadet den Bäumen. Deshalb nimmt man heute meistens Sand oder Granulat. Hier siehst du eine Kehrschaufel. Hier findest du drei Sammelbehälter. Dies ist eine Mülltonne, eine Waschmaschine, eine Schubkarre mit kompostierter Erde. Hier findest du einen Gullideckel, einen Abfallkorb, einen Schneemann, Altpapier, einen Hund, eine Handreinigerkarre und eine Schneeschaufel. Mein Freund Klaus hat immer gute Ideen, damit auch die Leute, die keinen Garten mit einem Komposthaufen und auch keine Biotonne haben, ihren organischen Abfall nicht einfach in die Mülltonne werfen müssen, will er einen Biomüllverwerter neben jeden Sammelbehälter für Glas und Papier setzen. Dann freut sich die Stadtreinigung über weniger Müll und das Schwein über ein gutes Mittagessen. Falls dir die Geschichte gefallen hat, unterstütz mich gern mit einem Daumen nach oben und abonnier den Kanal für weitere spannende Geschichten. Die Lesestube findest du auch auf Telegram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Lesestube.